Es sei denn, Olli ist Imposter, dann wird das schwierig, da ein Vertrauen hinzukriegen. So. Was ihr nicht wisst, ich habe die Among Us-Version installiert, wo du immer Crewmate wirst. Kannst du unseren Chat fragen? Nicht sicher, ob schnarchen oder schnauben. Okay, ready? Ready, let's go. Ready. Yo. Enjoy. Let's go. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Wir spielen mit dem Omen Squad zusammen und machen hier unsere Aufgaben. Danke, Flo, danke. Was passiert? Werte Kollegen, wir haben ein Problem. Ja. Also entweder wir haben einen von der Sitte bei uns, der uns anscheißen will, oder wir haben einfach jemanden, der hier einen auf Doppelagent macht. Denn warte. Wir haben Polizisten zu viel. Ich weiß, dass wir hier drei Kollegen sind. Ja. Ich gebe das ganz kurz mal in die Zentrale durch. Die Zentrale, wir haben eine 346. Also an dieser Stelle würde ich sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Und wir mit Kameraden... Also mit Kollegen, Schweinen und Verrätern hier von der Dienstaufsichtsbehörde, und hast du nicht gesehen, was du für ein Vogel bist, damit können wir nichts anfangen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin frisch von der Akademie. Ich wollte nur dazugehören, das war immer schon ein eingeschworener Haufen, und jetzt werde ich hier direkt gebackstabbt. Richtig. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, ob ich hier von Mobbing unterstützen kann. Es ist Amtsanmaßung, das hat auch nichts mit der Academy zu tun. Ich habe gerade eben nochmal bei Ausbilder Kuschinski angerufen. Der hat noch nicht einmal gesehen, dass sie eine Waffe in der Hand hatten. Das heißt, sie sind entweder ein trauriger Schreibtischhengst, was wir hier auf unserem Revier aber nicht haben wollen, und vor allem nicht mit ihrer Marke! Ich wusste nicht, dass man da nur so schießwütig sein muss, wenn man bei euch mitmachen muss. Wir sind jahrelang durch Schweiß und Blut gelaufen, und du ziehst dir das jetzt einfach an und denkst, du kannst da mitmachen! Richtig, pass auf. Die Marke musst du dir verdienen. Zentrale Anrufe. Martin, du darfst auch skippen. Ja, du darfst skippen. Ja, genau, so ist mein Plan. Ich wollte nur ein bisschen zuhören. Seid ihr fertig? Ja, alles gut. Sicher, weil es war sehr unterhaltsam. Das war wirklich gut. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Freunde, ihr wisst, was das bedeutet. Formation 8 einnehmen. Alles klar. Formation 8. Wie gut es wäre, wenn er Imposter gewesen wäre, ne? So, wir haben hier erstmal unseren Kollegen gezeigt. Microphone activated. Also, ich muss jetzt leider meinen Kollegen hier verpfeifen, denn Paulstar ist gewendet. Was? Kann gar nicht sein, der war bei mir und Flo, das kann nicht sein. Ja, er war dabei, also, und ich weiß nicht, was das jetzt für eine Nummer ist, aber wir laufen hier die ganze Zeit rum und mit Paul. Wo wart ihr denn gerade? Wir sind an Navigation vorbei, der Schacht unter nicht in Navigation, was heißt sondern hier unter wir? Du bist nicht mal in unserer Natürlich Nähe. Wir sind Nähe. Ganz unten und du bist am Emergency Button. Wir sind in Storage. Niemals. Definitiv. Paul hat gewendet. Sekunde, Leute. Gewendet. Das ist nicht wahr. Das ist einfach gelogen. Also drei Imposter haben wir nicht. Ich weiß nicht, welchen Spieß er hier gerade versucht umzudrehen, aber das ist der falsche Bruder. Ist ja eigentlich, wie verwirrend das ist, wenn du so Außenstehender bist. Macht damit, was ihr wollt. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Kann ich jetzt eigentlich mal irgendwo hinlaufen, ohne dass ich dann direkt wieder runter... Ich hab das erste Mal so einen Schreck gekriegt mit dir, Therese. Ich dachte, du tötest mich in dem Moment, als der erste Emergency kam. Deswegen bist du beim zweiten Mal nicht mehr mitgekommen, ne? Nee. Mal sehen. Na bitte. Was? What? Bin ich jetzt raus? Ja. Microphone muted. Das jetzt tat's mir schon fast leid.
Wieso? Bling. Eins. Zwei. Drei. Das ist ja richtig dumm. Wer ist denn gerade an den Kameras? Ah. Microphone activated. Ah! Nein. Wer war das? Marty ist down. Wo? Wer war das? Marty ist down. Okay, also, das ist direkt vor Electrical. Ja, ich bin gerade in den Gang gelaufen gekommen, als du reported hast. Ich habe die Tür aufgemacht oder die Tür ging auf und dann kam ich raus und dann lag sie da. Kamst du von links? Nee, ich kam, von links. Sie kam von oben. Okay, an mir ist gerade Mary vorbeigelaufen, unten. Nein. Ich habe dich nirgendwo gesehen, Angelo. Ich habe dich nirgendwo gesehen. Und du warst der Einzige mit uns in Electrical. Das stimmt. Nee, du hast du gerade gesagt, du hast mich nirgendwo gesehen. Paul und wir waren aber gemeinsam Electrical. Im Electrical, Mary. Erzähl du mir hast mehr. Du hast aber gerade gesagt, dass ich dir entgegengekommen bin. Das kann nicht sein. Ich bin rausgegangen, da warst du mit Therese noch in Electrical. Ich bin dir nirgendwo entgegengekommen. Genau, ich bin dann nach rechts gelaufen. Und du bist auch mit nach rechts gelaufen, denn, oder nicht? Oder war ich das bin in anderes? Navigation. Du bist in Navigation, ja, okay. Aber wann soll bitte der Mord gefallen sein? Also, mit mir da drin war zusammen noch Paul. Das war ja ganz am Anfang. Da habe ich die zwei Tasks gemacht, aber inzwischen bin ich schon, ich war schon bei Kamera bei Olli wieder oben. Meinst du, genau, dass du noch kurz Security. Einmal reingesnackt hast in die arme Marty? Ich habe eine ganz wilde Idee, Leute. Ich habe eine ganz wilde Idee. Was ist denn, wenn Shinsky es vorhin wirklich als seine Aufgabe gesehen hat, seinen Imposterkollegen zu verraten, aka Paul, aka er möchte bitte Flo und Olli glücklich machen, weil er eigentlich zu der Gruppe dazu gehören möchte. Deswegen vote ich jetzt einfach Paul. Was? Also Paul könnte halt wirklich gewendet haben. Weil kann das sein, dass das nochmal Angelo und Herr Shinsky sind? Nein. Übrigens. Hallo. Was war das? Das ist Flo. Hallo. Oh mein Gott. Okay, ja, hallo. Ich glaube wirklich, dass er seine Imposter-Kollegen kicken wollte. Also du glaubst also, Herr Chinsky war auch Imposter? Das glaub, weißt du schon. Nee, ich glaube das. Ah, okay. Aber, okay. Okay, voten wir jetzt irgendwie? Also nein, ich brauchen niemanden voten. Noch brauchen wir niemanden voten. Ich wollte, das war nur eine Theorie, die ich mal... So, du machst dich damit sehr verdächtig. Können wir zusammenbleiben? Immer ja. Ja. Oh, was? Oh Gott, das war close. Oh. Okay, alles klar. Drei Polizisten haben sich da alles verbindet. Klar. Ist ja Gleichstand, da passiert ja nichts. Werde euch beobachten. So, das heißt, Angelo ist der Imposter auf jeden Fall. Und wir müssen mal gucken, wie wir zusammen den Kill-Cooldown loswerden. Gucken jetzt erstmal hier in die Kamera rein. Das Problem ist, wenn die jetzt zusammenbleiben, haben wir ein Riesenproblem, weil dann können wir nichts machen. Dann können wir wirklich nichts machen. Weil das Einzige, was jetzt noch klappen würde, wäre... LOL! Ist sie einfach weggebuggt? Ist sie einfach weggebuggt? Das ist ja super unfair. So, da ist Olli. Da laufen die zusammen gerade. Oh, wie kommen wir denn da am besten hin? Und weg, 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 weg. Weg, Leute! Microphone activated. Oh no. Ich habe Mary gefunden. Wer hat meine Mary getötet? Die war hinter mir. Flo und ich sind gerade Navigation rein. Okay. Das weiß ich aber auch nur, weil Licht ging aus und wir waren halt direkt ausgemacht? Auf einem Haufen unterwegs. Also könnt ihr Paul nicht decken? Bitte was? Könnt ihr Paul nicht decken? Ja, ich kann dich nicht decken, ich kann Scissor nicht decken und ich kann Paul nicht decken. Zumindest nicht ohne gegenseitiges Einverständnis, versteht sich.
Wow. Also gesehen habe ich niemanden. Ich habe oben zweimal Fuel nachgetankt. Dann habe ich einmal auf diese neuen Platten da gedrückt. Also auf zwei Platten, nee, auf drei Platten muss ich drücken, damit die alle Willst nicht mehr Willst du damit sind. Sagen, du hast ein Alkoholproblem? Manchmal. Hast du deine Karte gespiked? Wie verlässlich sind damit deine Aussagen? Sehr verlässlich. Ja. Sagt das der betrunkene Angelo oder der nüchterne Angelo? Ich bin gerade nüchtern. Wie gut geht's dem nüchternen Angelo denn? Sehr gut. Ich kann gerne die Linie laufen, wenn du möchtest. Ja, es wäre ganz schön, wenn sie mal einen Fuß vor den anderen stellen könnten, dabei auf mich zulaufen. Natürlich auch eine sehr, sehr schöne Taktik, aber einfach ein bisschen Zeit zu schinden. Therese, du warst es nicht, oder? Weil ich habe nur gesehen, wie ihr die ganze Zeit aufeinander gehockt habt und wir haben uns im Storage... Wir waren ja einmal mit euch da in diesem Security und ich hatte richtig Angst, ihr seid sehr bedrohlich zu dritt. Und Storage sind wir abgeschnitten worden von euch, nämlich die Tür ist zugegangen und ihr zwei seid noch durch und weitergelaufen. Und wir ich habe eine Task gemacht, da hat sie noch gelebt, dann bin ich zu der zweiten Task gegangen in dem Dingsi und dann war sie weg. Wo bist du denn jetzt? Zweite Navigation. Heißt zweite Task in dem Dingsi so viel übersetzt. An Navigation. In Mary rumzuwühlen, bis sie tot ist? Nein. Und ihr habt sie in Navigation gefunden, oder was? Ja. Ja, aber irgendjemand hat halt Electrical ausgemacht. Es war halt dunkel so. Ich habe aber auch nicht geguckt, ob der Report-Button bei mir geblinkt hat oder nicht. Ich war so fixiert auf die Task, dass ich das gar nicht gesehen habe. Welche war das denn? Welche Task? Die Pinguin-Task habe ich gerade angefangen. Die muss ich, glaube auch noch fertig machen. Ich glaube, das habe ich nicht durchziehen können. Aber ich muss jetzt jemanden roasten. Lila, ich mag kein Lila, es tut mir leid. Oh, wow. What? Ich mag die Farbe nicht. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Boah, habe ich ja Glück gehabt gerade eben, Alter. Gut, dass ich Paul gevotet habe. Ja, moin. Ich nenne die auch immer Pinguin Task. Jetzt müsst ihr mal nicht so sein. Toll, zu Electrical. Das gehen ja alle daran vorbei. So, jetzt läuft hier eh niemand aufeinander. Ich kann hier einfach Angelo hinterherlaufen und ihn töten. Microphone activated. Jetzt reicht's aber. Hört auf, Leute. Oh. Und einen Angelo. Es muss einer von euch drei Polizisten sein, Freunde. Ja, wieso? Moment. Hetschinski haben wir schon, der war's. Das heißt, es ist noch einer drin. Also es muss auf jeden Fall Hetschinski gewesen sein, weil sonst wäre jetzt sonst vorbei. Sonst wär's RIP. Korrekt. Ja. Aber es muss trotzdem einer von euch sein, weil ich bin's definitiv nicht. Ich hab gar niemanden um mich rum. Also ich bin's definitiv nicht. Du. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. Und du warst die Einzige, die mit Mary zusammen war. Ja, schon, aber jetzt war ich ja überhaupt nicht mit Asmugel zusammen. Das wissen wir, ich war auch nicht mit Asmugel zusammen. Ja, vielleicht nur ganz kurz, ne? Und dann hast du ihn ausgemuxt. Nee, ich fand sogar, hätte ihn jetzt, falls er jetzt nicht gestorben wäre, gewotet, weil er ist an Electrical vorbeigelaufen und wollte nicht das Light fixen. Und ich habe das Light gefixt. Ja, ich hab's auch nicht gefixt. Ich bin direkt zurück zu meiner... hat sich keiner für interessiert, alles klar. Nee, ich dachte, ohne Licht kann ja, aber gut, wenn du auch keinen Bock hast, dann bist du für mich auch sehr verdächtig. Nee, du bist immer noch Lila und Lila mag ich immer noch nicht und deswegen muss ich immer noch für dich voten. Ich glaube, ich fliege jetzt, weil ihr drei Cops da zusammengehört, aber na gut. Oh, irgendeiner ist abtrünnig? Ja. Ist nur fair. Ja, ich weiß, natürlich ist es fair. Ist das euer Polizist? Ja, wirklich. Das war ein Fall. Sekunde, ich möchte nur eine Sache ganz kurz anmerken. Das war die letzte Runde, in der wir das gemacht haben. Jetzt heißt es jeder für sich alleine. Das war die letzte Runde, in der wir das gemacht haben. Aber Marvin, also, Marvin, warum? Ich weiß, mein Chat hat mir schon gesagt, ich darf mein Mate nicht verpfeifen. Warum hast du, wieso hast du mich verraten? Ist das erlaubt hier, das gemeine Teamplay, sag mal? Alter. Erlaubt ist in dem Spiel grundsätzlich alles, Moment, aber wir hören jetzt ich auf. Ich dachte, in dem Moment lenke ich am besten von mir ab, wenn ich sage, er ist Imposter, ich habe ihn wenden sehen. Aber das andere ist... sind dabei und sagen das auch noch. Aber und ich bin doch nicht... Ihm den Rücken. Ja, ich bin doch nicht bescheuert und stelle mich vor meine Kollegen. Ja, was weiß ich, ob du dich verklickt hast oder so. Mehrmals. Richtig gut. Keine Ahnung, ey. Ah, sorry, gut. Leute. Gefällt mir.